komme ich aber wieder nicht weiter, ne, weil da dieses blöde Kabel so weit oben hängt. So alles erkunden kann ich hier noch nicht. Ich habe das Artefakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht. Schade, du warst leider nicht da. Ist egal, was ich hier. Du wirst das nie verstehen. Bestimmt. Und du schon? Ich bin ja auch noch das gefangen hier drin. Das Risiko gehe ich ein. Ich bin ja auch noch gefangen im Grab, weil der Rückweg ist ja zugegangen. Hopp. Das sieht natürlich schon beeindruckend aus hier, ne? Also auch diese Zeichnung an der Wand. Hier hat sich jemand viel, viel Mühe gegeben. Fähigkeit, die bekomme ich bestimmt aber noch. Also bestimmt auch jetzt noch, weil sonst komme ich hier ja nicht mehr raus. Schätze ich jetzt mal, dass das jetzt sozusagen die Fähigkeit ist, um die es geht. Muss ich wieder klettern drücken? Oder bist du smart genug, alleine zu klettern? Ich drück lieber immer. Ich drück lieber klettern. Darfst du dann auch landen? Das ist auch vollkommen okay. Abgrund überquert. Oh. Vorher sein könnte man die nicht, die kann man bestimmt auch so verlangsamen oder nicht. Die sind so an das Magnetsystem gebunden. Ja, das habe ich noch nicht. Ich habe. Dann war die Verlangsamung eben natürlich Quatsch. So, hier nochmal warten. Jetzt verlangsamen. Rübergehen. Interagieren. Das Ganze, die ganze Falle ausschalten. Damit wir dann nächstes Mal bloß entspannt rüber können. Oh, Entschuldigung. War bestimmt nicht wertvoll. Bin ich jetzt an einem... Ja, da kann ich auch meditieren, ne? Weil ich bin jetzt hier sowieso an einem Ort, der meilenweit weg von naja, jeder Art von Gegner ist, die mir irgendwie begegnen kann. Mir persönlich wäre es lieber, wenn das nicht so wäre und ich nicht unbedingt vorm Imperium meditieren würde, aber ich mach's einfach mal. Es schiebt keine. Wenn sie halt alle wieder da sind, sind sie halt alle wieder da. Ändern kann ich sowieso nicht, gell? Die haben uns nicht gesehen. Bleib wach, Sir. Ja, das stimmt, die haben uns nicht gesehen. Die haben uns noch nicht gesehen. Betonung liegt wahrscheinlich auf noch nicht, weil ich befürchte, dass es gleich passieren wird. Finde ich aber nett, dass man hier überall Rückwege hat. Zumindest theoretische Rückwege. Irgendwo so eine Ratte, die mich gleich erschrecken wird. Nein? Okay, gut. Ich habe beim Untersuchen des Sarkophags etwas bemerkt. Es ist ein sehr guter Ort, um Quellgeister loszuwerden. Du hast mich hergelockt. War das immer dein Plan? Du bist so dumm wie ein Schrottsammler. Wir haben
haben hier einen Aufständischen. Ich habe Brücken, dass die nicht entkommen. Du machst mir keine Angst. Du mir halt aber auch nicht, oder? Verliert ihn nicht aus den Augen. Los, hört ihr durch! Ist da jemand? Ganz egal wer. Hilfe? Oh, nervigen Elitiker. Tschüss! Lass die Lichter kommen! Wo sind die Jedi? Ja, das ist jetzt doof. Padawan, wo ist die Macht? Also, überall. Relativ. Sie ist in mir. Sie umgibt mich. Ganz richtig. Sie verbindet dich. Manchmal werden dich Gefühle, Schmerz oder Erschöpfung täuschen, denn du wirst dich getrennt fühlen, isoliert. Es ist eine Illusion. Dein Lichtschwert liegt dir außer Reichweite. Aber durch die Macht bleibst du mit ihm verbunden. Spüre die Energie um dich herum und dann rufe deine Waffe. Ja gut, er hätte das jetzt auch eigentlich dann nicht hochfahren müssen, oder? Also wenn nicht die Macht sowieso das verbunden ist, dann benutzen wir mal das, was hier als Magnet bezeichnet wird. Hauptsache, ich muss in meiner Unterrichtsstunde über Kopf an der Decke hängen. Macht es in dir, um dich herum, verbinde dich mit deiner Waffe. Lass dich durch nichts ablenken. Die Macht ist mit mir. Sie verbindet uns. Ja, ich glaube schon. Ja, damit ist der Sarkophag, glaube ich, weg, ne? Aber wir haben das Grab erfolgreich erkundet. Haben zwar keine Truhe gefunden bislang, aber das kommt bestimmt noch. Ach, sowas kann ich jetzt auch machen, okay. Ja, wenn ich mich jetzt hier umgeguckt hätte, wäre natürlich noch besser gewesen, ne? Jo, aber das ist natürlich auch ein Sarkophag hier, ne? Mann. Ganz kleiner Gute. Achso. Haha. Ja, ich hab's verstanden. Ich musste selber das abfackeln, okay. Du lebst noch. Wolltest du das nicht? Zum Glück berücksichtige ich alle Eventualitäten. Nee, unten ist nichts. Ich wollte nur mal gucken, aber das Ding geht gar nicht bis nach unten. Das heißt, ich würde nie wieder hochkommen. Was suboptimal wäre. Okay. Wenn es nur das ist. Meditiere ich jetzt trotzdem erstmal. Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Kell hat seine Verbindung mit der Macht geheilt. Das sieht doch gut aus. Was haben wir denn hier? Ein mächtiger Schub mit dem Kell Gegnergruppen durch die Luft. Das finde ich gut. Durch das Halten von Magnet kann Kell die meisten Gegner heranziehen und halten. Große Gegner können ruckartig in Kells Richtung gezogen werden. Wofür soll ich das brauchen? Kell regeneriert zusätzlich Leben, wenn er... Das finde ich auch gut.
Ja, maximales Leben erhöhen ist sowieso immer praktisch. Käfelt ein Spezialimaus, während sein Lichttyp wechselt. Das finde ich eigentlich richtig cool. Drei Kerl nach vorne und sieht dann wieder zu sich um alle Gegner. Das ist auch cool. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall coole Fähigkeiten und ich würde tatsächlich den Lichtschwertwechsel zuerst benutzen hier. Den finde ich nämlich richtig, also das ist, glaube ich, ein richtig cooler Angriff. Danach gehen wir in hier in diese Richtung hier erstmal diese ganzen Einer wegmachen und dann können wir immer noch gucken, was als nächstes kommt. So, hier ist, glaube ich, noch eine Fähigkeit. Wir werden es sehen. Wir machen einfach mal weiter, so wie sonst auch immer, ne? Man kennt das ja. An der Stelle haben wir jetzt das Grab auf jeden Fall zu Ende erkundet. Und ich finde, es wird Zeit für die Datenbank. Nämlich für diese hier. Archiv 4, Iram. Akte 1, Grab von Iram. Mein Freund, das ist die früheste Zepho-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken kann ich das Vogano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Akt 2. Weiser Iram. Mein Freund, dieses Grab ist überaus faszinierend. Es dient einst zur Prüfung machtbegabter Zepho-Weiser. Ist jetzt aber eine Gedenkstätte zu ihren Ehren. Doch die größte Ehre wird hier der Macht selbst zuteil, dem Lebenswind, wie sie sie nannten. Ein wunderschöner Anblick. Akt 3. Ein alter Freund. Mein Freund, meine Analyse der Architektur in Irans Grab hat ergeben, dass die Zepho Kontakt mit Kaschik hatten. Zeit, einen alten Freund zu besuchen. Vielleicht hat Häuptling Taful die. Ach, das ist der Wookie. Taiful. Die Informationen, die ich brauche. Genau, damit haben wir das gelesen. Damit ist auch kein Stern mehr da dran. Alles ohne Stern haben wir ja schon gelesen. Archiv 7, das hatten wir aus Versehen schon gelesen. Deswegen. Aber da ist zwei, das ist, da kommen wir noch dran, da kommt der Stern ja wieder, wenn das der erste, wenn wir den ersten finden. Dementsprechend ist das alles okay, dann müssen wir den nämlich noch nicht lesen. Ja, wir kommen so langsam in diese Bereiche, wo wir hier die ersten davon auf jeden Fall lesen können, ne? Also, ein bisschen was fehlt zwar noch, klar. Wahrscheinlich überall, aber wir kommen langsam, ja, gerade wenn da die Planeten hier mit diesen Elva kommen. Das wird noch ein bisschen, werden noch lesefreudige Stunden werden. Ich sag's euch nur mal so, ne? Weil wir werden das natürlich auch alles durchlesen, sobald denn alles vollständig ist. So. Ja, da war der. Ach, hier bin ich jetzt. Guck mal, hier bin ich eben runtergesprungen, um zu denen zu kommen. Ja, genau. Okay, jetzt weiß ich auch, wo ich meditiert habe. Das heißt, ich kann jetzt Sachen auch zu mir ziehen. Das finde ich ziemlich praktisch. Ups.
Deswegen den können wir jetzt auch unsere neue Fähigkeit ausprobieren. Oh, er hat zweimal das gemacht, das war doof. Aua. Boah, ich passe hier aber nicht gut auf hier, eher. Ja, ich bekomme vor dem viel zu sehr auf den Deckel. Dafür, dass es nur ein Grabwächter ist. So, und jetzt kann ich das hieran festmachen. So, mit 3 kann ich jetzt auch wieder. Okay. Ich möchte jetzt gerade nicht zurück. Sondern ich möchte hier zurück. BD, ich brauche Hilfe. Achtet auf eure Füße! Nein, kannst du nicht. Locker Angriff. Er ist getroffen. Aua, ja, bin ich. Weil ich nicht aufgepasst habe. Ich werde dich erledigen. Jetzt bin ich. Warum, wie sieht sich denn kein an? Ja, das ist nicht gut. Verdammt, er nimmt an! Ja! Du besiegst mich nicht. Wir werden deine Abwehr durchbrechen. Stirb! Wenn ich so weiter spiele, werde ich sterben. Du hast einen Kratzer. Schieß auf ihn. Ich werde alle abwehren. Ich habe keinen Stim mehr, das ist natürlich rauchig doof. Naja, gut. Passiert halt. Hier ging es doch jetzt weiter, gell? Ein Opfer für den hier begrabenen Weißen. Damals wurde es als wertvoll angesehen. Ja, wir können ja mal warten, ne? Ja, das war jetzt unklug. Ich hab aus Reflex, da stand ich, soll draufdrücken. Was habe ich gemacht? Ich habe draufgedrückt. Man kennt es doch, oder? Ja. Naja, ist egal.
müssen mich jetzt ausnahmsweise mal nicht sehen, finde ich. Wo ist denn der nächste Meditationspunkt? Der war doch hier in diese Richtung, oder nicht? Leider schon Angst, weil ich nämlich keine Leben mehr hatte. Jetzt habe ich wieder Leben. Das war schon mehr als eins, ne? Was wir hier machen können, ne? Hier war auf jeden Fall gerade noch nichts. Was war denn hier? Ja, hack mal, mein Lieber. Da haben wir nämlich endlich die erste Truhe gefunden. Hey, BD, hier drin. Was ist es, BD? Eine neue Lackierung, ach gut. Wie auch immer die in eine Truhe passt, ne? Verstehst du, das ist eine Anleitung dafür. Ein Relikt aus dem alten Seppo. Da möchte ich doch mal direkt... Oh, warte mal. Eine große Eitelkeit und Prunksucht in dieser Phase ihrer Geschichte. Alles gut, kannst du ja gerne spüren. Ich möchte mal gucken, was wir jetzt für eine Lackierung freigeschaltet haben. Diese hier. Das finde ich dir aber im Moment cooler noch. Na, den machen wir vielleicht in diesem Stream dann. Aber in diesem Stream lassen wir die mal noch so, wie sie jetzt ist. Was hat denn die Datenbank von Sepho jetzt? Hä, sind wir nicht noch bei so einer Ausgrabung? Ich dachte, das ist vielleicht dafür. Kultur 7 von 8 auf jeden Fall schon, das ist schon mal gut. Okay, nice. Wieder was, wieder ein Geheimnis, gelüftet, beziehungsweise eine Truhe gefunden. Die man sonst relativ gut übersehen kann, würde ich behaupten.